Und dazu zugeschaltet ist mir jetzt der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Alexander Graf Lambsdorff. Ich grüße Sie ganz herzlich. Hallo Frau Werther, grüße Sie. Der Konflikt spitzt sich immer weiter zu und Benjamin Netanyahu hat ja die Bürgerinnen und Bürger Israels auch bereits auf einen längeren Militäreinsatz eingestimmt. Was kann das denn bedeuten? Ich fürchte, das bedeutet genau das, was Herr Böhmer auch gerade richtigerweise gesagt hat. Die israelische Seite rechnet damit, dass die Hamas hier eine längere Auseinandersetzung sucht. Wenn man sich allein die Zahl der Raketen anschaut, die sie ja auf das israelische Kernland abgefeuert hat, dann merkt man auch, dass das nicht das Übliche ist, mit dem die Israelis schon zu leben gewohnt sind. Kleinere Raketenangriffe, so schrecklich das im Einzelfall ist. Hier ist es etwas Größeres. Ein solcher Raketenangriff ist faktisch eine Kriegserklärung an den jüdischen Staat, an die einzige Demokratie im Nahen Osten. In den letzten Wochen hat sich eine Eskalation ja bereits angedeutet. Es gab Ausschreitungen auf dem Tempelberg im Fastenmonat Ramadan. Waren diese massiven Raketenangriffe, Sie haben es gerade schon beschrieben, von den Hamas länger geplant? Ich glaube, dass diese Raketenangriffe länger geplant waren. Das ist eine so umfangreiche Aktion. Das kann man nicht einfach über Nacht mal machen. Aber es ist vieles zusammengekommen. Sie haben es gerade gesagt. Es war die letzte Woche des Ramadan. Es war der sogenannte Jerusalem-Tag am 10. Januar, den radikale Siedler benutzen, um die Araber zu provozieren. Wir haben in Israel eine erneut komplizierte Regierungsbildung. Und, das darf man nicht vergessen, in den Palästinensergebieten sind schon wieder die demokratischen Wahlen abgesagt worden. Der Präsident bleibt einfach so im Amt, wie er das seit 15 Jahren tut. Also insgesamt eine Lage, in der die Hamas sich jetzt entschlossen hat, diesen Terrorangriff zu starten, zusammen mit dem islamischen Dschihad. Und ich fürchte, dass wir hier eine größere Auseinandersetzung haben. Ich will nur hoffen, dass es nicht so umfassend wird wie 2014 mit vielen Toten und fordere die Bundesregierung auf, alles dafür zu tun, hier zur Beruhigung beizutragen. Sie sprechen die Bundesregierung schon an. Wie sehen Sie denn bislang die deutschen Reaktionen? Wie sind die zu bewerten und was würden Sie sich wünschen? Die erste Reaktion des Außenministers war in meinen Augen falsch. Er hat hier beide Seiten zur Beruhigung aufgerufen, als die Hamas also hunderte von Raketen auf Zivilisten in Israel abgeschossen hat. Das war unpassend. Er hat dann später gesagt, Israel hat ein Recht zur Selbstverteidigung. Das stimmt. Das hätte ich mir vom deutschen Außenminister allerdings früher gewünscht. Und was ich mir jetzt wünsche, ist, dass die deutsche Außenpolitik gemeinsam mit den anderen Europäern, gemeinsam mit den Amerikanern, aber auch mit den arabischen Staaten und denjenigen Palästinensern, die an einer friedlichen Lösung interessiert sind, genau eine solche Lösung erarbeitet, einen neuen Friedensprozess vorbereitet. Wir haben eine neue Administration in Washington. Es gibt Möglichkeiten, aber man muss sie dann auch nutzen. Sie sprechen Washington an. Donald Trump, der hatte sich ja sehr deutlich positioniert und sich fest an die Seite Israels gestellt. Und von Joe Biden hört man bislang relativ wenig. Was glauben Sie denn, welche Strategie verfolgt er hier? Biden ist jemand, der anders als Trump sich nicht kritiklos einfach an die Seite eines auch verbündeten Landes stellt, sondern die Politik nach Lage, nach Überzeugung, aber auch nach Zielen macht. Und das Ziel ist hier eine langfristige Stabilisierung der Region, nicht sich auf eine Seite zu schlagen. Natürlich stehen die Amerikaner mit Israel gemeinsam gegen den Terror. Aber es gibt keine kritiklose Unterstützung mehr. Und ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied. Und der wird der Glaubwürdigkeit von Amerika in der arabischen Welt helfen, weil es möglich sein wird, beispielsweise Elemente der arabischen Friedensinitiative noch einmal aufzunehmen, um sie in einen Friedensplan zu integrieren. Insofern ist es eine gewisse Rückkehr zur normalen Diplomatie, was wir von Joe Biden hier sehen. Wir dürfen allerdings eines nicht vergessen, und das ist etwas eine Sorge, die ich habe. Üblicherweise nehmen amerikanische Präsidenten sich des Nahen Ostens immer erst in ihrer zweiten Amtszeit an. Ich glaube, Joe Biden wird diese Chance nicht haben. Ich hoffe, dass die Amerikaner hier eine aktive Rolle spielen werden, denn eines ist klar, Frieden im Nahen Osten ohne einen Beitrag der Amerikaner, den kann es nicht geben. Und wir sehen ja, wir brauchen jetzt eine Deeskalation dieses Konfliktes. Wie kann die jetzt unmittelbar aussehen? Wer könnte auch vermitteln? Ich glaube, jetzt im Moment ist es eine Situation, in der beide Seiten noch in der Gewalt gefangen sind, wo auch Israel, die israelische Regierung, ihre Bevölkerung demonstrieren will, dass sie sich das nicht gefallen lässt. Das ist ja, wie gesagt, eine faktische Kriegserklärung.
und in den Gazastreifen vermutlich auch von Land, wir haben es im Beitrag ja eben gesehen, einmarschieren wird. Wir dürfen nicht vergessen, das ist wichtig für die Zuschauerinnen und Zuschauer, der Gazastreifen ist ja nicht besetzt. Die Israelis haben sich vor Jahren daraus zurückgezogen. Die Palästinenser verwalten sich dort selbst. Und das ist das Gebiet, von dem aus die ganzen Angriffe immer geflogen werden mit den Raketen. Also ich rechne jetzt im Moment eher noch mit einer weiteren Eskalation auch am Boden. Und dann sind es die Akteure, die ich gerade genannt habe. Saudi-Arabien spielt eine Rolle, andere arabische Länder, die USA und wir in der Europäischen Union sollten da eine aktive Rolle spielen. Und das sage ich hier ganz deutlich und voller Überzeugung auch als Vorsitzender der deutsch-israelischen Parlamentariergruppe im Deutschen Bundestag. Die Bundesregierung, die Bundesrepublik hat eine besonders enge Bindung und eine besonders große Verantwortung für Israel. Wir sollten hier also aktiv jetzt Außenpolitik und Diplomatie vorantreiben. Das ist unsere Verantwortung. Deutliche Worte von Alexander Graf Lambsdorff. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Sehr gerne.